Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4 und Nathan, der immer noch gegen die Fliegen kämpft. Im letzten Teil haben wir hier diesen Brunnen gefunden und ich sag mal, da gehe ich jetzt mal rein. Los, geh runter. Was gibt's denn hier Schönes? Gucken wir uns mal um. Okay. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Spinnweben. Oh, eine tote Leiche. Eine ziemlich tote Leiche. Ein paar Kisten. Noch mehr Spinnweben. Allen möglichen Plunder. Sieht aus, als wenn es nichts Wertvolles da hätte, aber sieht auch, wow, der Kollege hat noch sein Schwert im Rücken. Was soll ich mit dem Pfosten machen? Einreißen, wenn die Winde gezeigt wird, würde ich sagen, ich soll die einreißen. Die Frage ist, was passiert, wenn ich den Scheiß einreiße? Nicht, dass mir hier alles auf den Schädel fällt. Will ich ja auch nicht. Da kann ich nicht lang. Okay. Ah. Gut, ich hab. Dann gehen wir nochmal raus und holen uns mal das Seil der Winde. Ah, da liegt was. Eine Tagesbuchnotiz. Verdammt, mit diesen Piraten war nicht zu spaßen. Letzte Nacht wurden die Signalfeuer entzündet und wie auf Kommando schlenderte eine weitere Gruppe leichtsinniger Kopfgeldjäger und Ruhmsucher durch unser Lager. Sie haben sich tapfer geschlagen und einige unserer Kameraden getötet, aber es gab niemals Zweifel am Ausgang des Kampfes. Zwei Regimente der Ostindien-Kompanie besiegt in nur zwei Tagen. Ich hoffe um ihretwillen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Ihr selbstgerechter Leutnant Sherwood hat lange genug gelebt, um Captain Avery zu beleidigen und uns einen großen Anteil des Kopfgeldes sowie eine Begnadigung im Austausch gegen Informationen über Averys Aufenthaltsort zu versprechen. Avery bietet uns etwas Größeres als Gold, sagte ich, bevor ich seine Beleidigung mit meinem Schwert ein Ende setzte. Abgesehen von unseren Verlusten waren die britischen Schweine außerdem viel besser ausgestattet als die letzten. Ihre Stiefel und Pistolen werden uns von großem Nutzen sein. Thomas Tew Siegel. Okay. Dann würde ich sagen, gucke ich mal, dass ich hier... Oh, da oben liegt auch was. Da komme ich so nicht hin. Gut, dann richten wir uns einfach nach der Hilfe und gucken, dass wir die Seilwinde nehmen. Das heißt, wo ist die Karre? Stellen wir mal ganz kurz woanders hin. Jungs, ich brauche mal die Karre. Ihr könnt ja so lange auf den Geier aufpassen. Ich sagen, stellen wir die genau so hin und hast du da unten was gefunden? Ja. Vielleicht. Tu mir einen Gefallen, geh mal ans Steuer. Genau. So, wo war jetzt? Also hier muss ich runter und da drüben war dieser doofe Balken. Oh. Hey Sully, leg den Rückwärtsgang ein. Ja, aber lass mich erstmal da weg hier. Bevor ich hier die Decke auf den Rücken. Ah.
guck mal. Jetzt kann ich, glaube ich, darüber springen. Genau. Und gucken, was hier so schön glänzt. Ach, wollte ich doch gar nicht. Okay, was haben wir hier? Ich habe einen Schatz gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden. Und zwar eine Zinnbriefhülse. Voll der Brüller. Ob sich das rendiert hat, darüber zu gehen, weiß ich noch nichts. Aber okay. Das war jetzt nichts. Gut, ist so. Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Moment. Kann ich mich hier festhalten? Nein. Das bedeutet, ich sollte den Balken treffen. Erstmal gucken, habe ich hier noch was? Nee. Da haben wir nichts mehr. Dann habe ich den Balken jetzt getroffen. Hoch und raus hier. So. Nun stehen wir hier oben und gucken uns mal langsam und dezent um. Ob es hier vielleicht irgendwas in der Nähe gibt. Ja, ich sehe jetzt erstmal nichts. Also würde ich sagen, setzen wir uns in die Karre. Und? Nichts Großartiges. Zeig's dir bitte. Ja, genau. Ich zeig's dir später. Ich fahre auf jeden Fall einfach mal. Aber jetzt sollen wir hier hochfahren. Victor, du wolltest sagen? Okay. Ich fahre einfach mal hier hoch. Mann der leisen Töne. Aber mit Feuer. Das könnte ja bei der kleinsten Gelegenheit explodieren. Na, dann hat er sich nicht groß verändert, was? Geht. Mein Geld und dann die Beine. Au, 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 au. Ob das so klug war? Okay. Naja, ich bin zumindest mal noch nicht abgestürzt. Also, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, es lässt mich durchdrehen. Oh. Den liebe ich. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Seht ihr den Rauch? Oh, schon ein, langsam. Wo? Wo ist Rauch? Ah, auf der Seite ist Rauch. Wo Rauch ist, sind im Zweifelsfall auch Feinde. Musik. Und wenn ich jetzt hier wieder aus meiner Karre aussteige, suche ich nachher wieder 2 Stunden den Parkplatz. So wie ich mich kenne, würde ich mal sagen. Aber das da oben, da müssen wir auf jeden Fall hin. Oh. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich sollte mal parken. Glaube ich aber. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen, sonst bin ich tot. Ich glaub's ja nicht, was habe ich denn da jetzt? Was ist denn der Kasper jetzt? Los, ich glaube, ich bleibe mal freundlich, dass die mir was abnehmen. Los, schließt mal. Das Arschloch nieder!
jemand. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn ich Scharfschütze. Okay. Ist da nur der eine? Oder? Der ist weg. Das ist der nächste. Oh, ah, oh Mann. Einfach hier ein bisschen in einen anderen Modus umschalten und hier mal den Hund angreifen. Was ist denn der jetzt? Mann! Gucken wir mal die Knarre hier. Etwas unterbewaffnet. Oh, was seid ihr? Ah, jetzt. Nee, nee. Ich muss mich mal ganz kurz ducken. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Das haben wir nicht mir zu verdanken. Ich glaube, als erstes gehen wir mal die K.O. holen. Die vergessen wir sonst wieder. Haben wir voll. Kann man nichts mehr landen. So, jetzt fahren wir erstmal hier vor und gucken uns mal um, warum die Vögel hier in so einer Menge rumhängen. Was versteckt die. Oh, was war das? Wie meine AK hat mehr Moon. Mal um. Das muss ja einen Grund haben, dass die Vögel hier so in der Menge rumhängen. Oh, da hinten ist eine Höhle, so wie es aussieht. Hier sehe ich jetzt erstmal gar nichts. Mal gucken, wie es hier. Okay, da geht es nur eins, und zwar mächtig tief nach unten. Mächtig tief nach unten wollen wir nicht. Tja. Oh, cool. Die Fliegen sind immer schnell da. Muss sich hier mal umgucken, ob es hier nicht irgendwas gibt. Na. Aber sieht jetzt nicht wirklich so aus, als wenn ich hier noch irgendwas finden könnte. Bis auf die übliche restliche Munition. Puh. Eigentlich würde ich schon sagen, dass die sind ja nie hier, ohne dass es was gibt. Gut, hier ist schon wieder Dynamit. Toll. Ich will hier rüberspringen. Ja, die Treppe laufen können, gibt es hier nichts zu finden. Die bleiben auch im Auto, das klingt nicht so. Sieht, was ist da drüben? Nur ein fetter Stein oder ist da was? Okay, komme ich so nicht hoch, aber hier ist eindeutig eine Höhle.
denke, in die Höhle zumindest sollte ich doch tatsächlich mal reingucken. Oder? Sollte man mal... Sollte ich mal ein Auge reinwerfen. Geht auf jeden Fall ganz schön tief rein. Und wo würde ich, wo komme ich raus? Nicht wirklich irgendwo Feinde in der Nähe. Irgendeinen Sinn sollte die Höhle ja haben. Mal erst nichts hier drin, aber ich würde sagen, hier sind schon Autos durchgefahren. Finden Sie den Weg zum Signalfeuer? Ja, gucke ich dann schon. Das wäre ich wegen dem Vogel wieder falsch gelaufen. Ach nee, Mann. So, jetzt aber mal zurück zu San. Und zu meinem netten Auto. Und ich würde sagen, hier fahren wir dann beim nächsten Mal durch die Höhle. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss zusammen.